Ja, liebe Zuschauer von Aktienlust TV. Eigentlich, unser Name sagt es ja, wir haben Lust auf Aktien, Lust auf das Leben. Aber heute muss ich mich auch mal wirklich richtig aufregen. Es geht um unsere Medienlandschaft, um unsere Politik. Einerseits schimpft hier alle Welt über die möglichen Strafzölle oder auch die tatsächlichen Zölle, die jetzt Donald Trump für Stahl und Aluminium einfach einführen will. Man vergisst aber auch, dass die EU selbst sehr protektionistisch unterwegs ist, wenn wir unsere Agrarindustrie ansehen. Da ist 90% wird hier mehr oder weniger subventioniert. Oder werfen wir einen Blick nach China. Ja, um als Unternehmen in China Fuß zu fassen und dort ein Unternehmen zu kaufen, da wird einfach ein Riegel vorgeschoben. Also man kann nur Joint Ventures eingehen mit einer Minderheitsbeteiligung, maximal 49%. Ein chinesischer Partner muss dabei sein mit 51%. Während die Chinesen sich hierzulande bedienen können. Ja, Beispiele, KUKA, Weltmarktführer in der Robotik, weg. Kion, Weltmarktführer bei Gabelstaplertechnologie, so gut wie weg. Oder jüngstes Beispiel, Rolf Benz, Sie kennen die stylischen Möbel. Wohin ist das Unternehmen gegangen? An einen chinesischen Investor. Hier schaut man zu und regt sich kaum. Man freut sich sogar, wenn ein Chinese über die Hintertür 10% an Daimler kauft. Aber das Schlimmste ist in Sachen Dieseltechnologie. Man muss sich das vorstellen. Deutschland ist Weltmarktführer in der Automobiltechnik. Ja? Um unseren Diesel hat uns die ganze Welt beneidet. Die Japaner haben es nicht hinbekommen, so qualitativ gute Motoren zu bauen. Die Amerikaner schon gar nicht. Also macht man hier einen Strick um die deutsche Wirtschaft. Man würgt sie ab, die Dieseltechnologie. Und das Witzige ist auch noch, initiiert durch die deutsche Umwelthilfe. Ja? Das ist ein Abmahnverein, der sein Geld damit verdient, einfach die Leute anzuschreiben, wenn sie irgendwelche Dinge verpasst haben, irgendwelche Normen nicht eingehalten haben. Damit verdienen die ihr Geld und mit Spenden. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, einer der größten Spender der deutschen Umwelthilfe ist Toyota. Und der Chef der deutschen Umwelthilfe fährt einen Toyota Prius Hybrid. Also, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, warum die deutsche Umwelthilfe gegen die deutsche Dieseltechnologie zu Felde gezogen ist. Und wir, brav wie wir sind, wir gehorchen. Dabei zur Faktenlage. Die 15 größten Kreuzfahrtschiffe stoßen mehr Dreck in die Luft als der gesamte europäische Autoverkehr. Das ist keine Fake News, das sind wirklich Fakten. Ja? Außerdem, die neuen Dieselmotoren sind die saubersten und effizientesten Motoren auf der Welt. Hier gibt es gar kein Stickoxidproblem mehr. Und Kohlendioxid, das andere Thema, das betrifft die Dieselmotoren gar nicht. Und überhaupt, um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir auch weiterhin effiziente Dieselmotoren. Genauso wenn Elektromobilität. Ich bin ein Freund der Elektromobilität. Natürlich weiß ich, dass in 20, 30 Jahren der Verkehr ganz anders aussehen wird. Aber aktuell, was passiert? Die Batterien für die Autos benötigen beispielsweise Kobalt. Da müssen noch Jungen in Afrika, Kinder, müssen dieses giftige Zeug aus der Erde kratzen, damit die Batterien funktionieren. Ja? Nur ein Beispiel. Und natürlich, um die Batterien wieder zu füllen, braucht man Strom. Woraus wird der Strom momentan noch erzeugt? Aus Kohlekraftwerken, aus der Kernenergie. Also das ist definitiv nicht gesünder als unsere Dieseltechnologie. Und seien wir doch auch mal ehrlich, nie sind die Menschen in Deutschland älter geworden als heute. Ja, also wenn man diese ganze Dramatik mal erfasst, müsste man denken, Jahr für Jahr sterben hier Hunderttausende an Vergiftungen durch Stickoxide. Davon ist mir nichts bekannt. Ja, natürlich ist das nicht schön, ist es nicht gesund, aber es gibt auch andere Dinge, die verbesserungswürdig sind. Und was macht unsere Regierung? Nichts. Sie schaut zu, sie überlässt das Feld den anderen und die deutsche Autoindustrie muss sehen, wie sie damit klarkommt. Damit habe ich ein Problem, darüber rege ich mich auf und das wollte ich einfach auch mal hier für Sie loswerden. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Bis bald wieder auf Aktienlust TV, Ihr Jürgen Schmidt.